Yo, Leute, willkommen. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Au, 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 au. What the fishery do? Wow, wow, wo fliege ich denn hier runter? Hilfe. Oh, oh Gott, was passiert? Oh, da unten ist Lava. Au. Oh. Ich habe mir gerade am Start der Folge einfach 200 Knochen gebrochen. Ich glaube, das ist gut und ich habe $433 damit verdient. Okay, bevor wir aber weiter mit dem machen, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, möchte ich euch gerne das Fanart des Tages zeigen. Danke dafür, dass ihr das eingesendet habt. Falls ihr mehr Fanarts einsenden wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung mit bei und schaut auf jeden Fall auch bei unserer Roblox-Gruppe vorbei, um gemeinsam mit mir Roblox spielen zu können. Und verwendet auch den Code ROMAN, um, wenn ihr euch Robux kauft. Damit könnt ihr uns auch kostenlos unterstützen. Wow, also, es sieht so, what the f***. Das sind ja überall so Dynamit-Dinger. Okay, also, in diesem Spiel sieht es so aus, dass wir halt die ganze Zeit versuchen müssen, uns einfach irgendwie weh zu tun, um dann dadurch irgendwie Geld zu machen. Das Ganze gibt es in vielen verschiedenen Variationen, also sprich, wir können entweder einfach in ein bisschen TNT reinlaufen, ne, und dort dann sozusagen einfach explodieren. Woohoo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das funktioniert ja richtig schnell. Okay, also das TNT ist, glaube ich, nicht so sehr, naja, erfolgreich. Wir haben nämlich mit der TNT-Explosion jetzt $58 gemacht. Und mit der ersten Zerstörungstour, die wir hatten, habe ich tatsächlich viel mehr kaputt gemacht. Also, wir können tatsächlich auch hier runterspringen und gucken, wie viel Geld wir da bekommen. Ich glaube, es gibt sogar andere Karten, die man sich freischalten kann. Da schauen wir gleich nochmal mit rein. Aber jetzt gucken wir mal, was kommt denn da raus? Hä? Alter, was? Wo hat der mich hingeschlagen? Was war das für ein Boxhandschuh? Da war einfach Vitali Klitschko drin. Oh, okay. Das war natürlich jetzt eine witzige Sache. Aber wir wollten eigentlich wollte ich in das Loch reingestoßen werden. Aber in echt wurde ich einfach auf den Berg geschlagen. Das war so ein richtiger Uppercut. So, okay, warte. Ich versuche jetzt erstmal hier durchzukommen, sodass ich da nicht sterbe. Ich versuche da jetzt mein Bestes. Ich glaube, wenn ich jetzt durchlaufe, schaffe ich es. Okay, so, dann wir schauen uns einfach mal den Vorgarten hier an, okay? Und gucken mal, was es hier nicht alles gibt. Also hier gibt es zum Beispiel noch so eine Plattform, wo man hochfliegen kann. Oh, stirbt man da direkt, wenn man das benutzt? Ja, oder? Ja, aua, aua, okay. Ich bin jetzt nochmal hochgeflogen. Okay, okay. Also man kann hier mehrere Kombinationen machen. Nein, jetzt sind wir wieder gestorben. Okay, also es gibt auf jeden Fall diese Dinger, mit denen man sich boosten kann. Ich glaube, mit denen kann man tatsächlich auch so Kettenreaktionen ausführen. Oh nein, jetzt sind wir ins Loch gefallen. Au, oh, oh, au, oh, ah. Aber wir sind nicht gegen den Hammer gefallen. Tatsächlich, mit dem, was, mit dem wir am allermeisten Geld bisher gemacht haben, ist dieser Hammer hier. Und, oh mein Gott, wo hat der mich denn hingeschlagen? Uiuiui, okay, aua. Okay, wir sind jetzt einfach nur runtergefallen. Oh, wir rutschen noch? Ah, nee, doch nicht mehr. Schade. Hey, wir sind jetzt Level 2 geworden. Was bringt uns das? Ich weiß es nicht. Wir drücken mal auf Play Again, so an $65. Also bisher haben wir tatsächlich unser stärkstes Einkommen, was wir hatten, ne, mit diesem Hammer hier gemacht. Genau, wenn er uns mehrfach schlägt, dann verdienen wir da mehr Geld. Durch diese Höhle, oh nein, wir sind wieder stecken geblieben. Mist, aber $129. Okay, Change Map, was können wir da machen? Wir können einmal hier bei diesem Grassy Ground spielen. Wir können spielen bei den Grass Hills. Okay, das können wir uns sogar leisten. Wir haben nämlich schon $1000. Das heißt also, wir bezahlen diese $1000 und gehen jetzt mal auf die Grass Hills. Mal gucken, was da auf uns wartet. Oh Gott, diese Spiele, wo man sich immer verletzen muss, das ist immer so krass. Okay, okay, okay. Alter, Alter, da kann man einfach so runterspringen. Oh nein. Okay, let's go, let's go. Wir fliegen runter. Oh Gott. Hä? Was ist da? Stopp, was? Hey, warte mal, ich habe mir gar nicht wehgetan. Ich glaube, ich habe da irgendwas nicht richtig verstanden. Hier, guck mal, ich mache einen Spaziergang runter. La 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 la. Okay, ich habe da wirklich was nicht verstanden. Aber guck mal, da sind nochmal so Boxhandschuhe. Ich liebe diese Boxhandschuhe. Lass da nochmal reingucken. Hallo? Gibt es da etwas umsonst? Hallo? Ich bin der Fuchs. Au! Und in die TNTs rein. Autsch. Oh, und jetzt da unten rein. Oh, das könnte ein neuer Rekord werden, wenn wir Glück haben. Fliegen wir hier weiter runter? Gegen den TNT? Ja, wir brechen uns richtig viele Knochen. Wow, ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Das ist ein neuer Rekord, glaube ich, oder? Nee, nur 200. Alter, wir hatten am Anfang einfach den bekanntesten und beliebtesten. Okay, das, was ich eigentlich... Ah, okay, wir können, wenn wir auf diesen Knopf hier drücken, können wir tatsächlich uns hinlegen, okay? Das heißt also einfach nur...
Was? Jetzt habe ich mich einfach umgebracht. Warte, okay. Wenn wir diesen Knopf drücken, dann fliegen wir sozusagen runter. Das heißt also, ich drücke drauf und dann lasse ich mich sozusagen fallen. Okay, jetzt ergibt es viel mehr Sinn. Okay, jetzt fliegen wir mit viel mehr Geschwindigkeit. Oh, okay. Jetzt haben wir uns so sehr wehgetan, dass wir sogar, oh, ganz unsere Beine gebrochen haben. Okay, das heißt also, wenn wir einen guten Flug hinlegen wollen, müssen wir wirklich die schwierigste und ekelhafteste Route nehmen. Deswegen versuchen wir es nochmal hier. Zack, und ich fliege mal hier runter. Mal gucken, was da bei rumkommt, okay? Jetzt müssen wir noch in ein Loch reinfliegen, ne? Gegen die TNTs. Okay, jetzt noch in das Loch rein. Ah, fast. Okay, okay, okay. Wir haben schon ganz gut Geld verdient. Was gibt es noch für eine? Es gibt die Green Bigger Hill. Okay, kostet 4000 Geld. Da können wir mal gucken, ob wir in den Dollar Store reingehen können. Kaufen wir uns einfach mal für 10.000 ein bisschen Geld so. Da haben wir hier für 95 Robux ein bisschen Kohle gekauft und holen uns die Grass Bigger Hill. Okay, das ist mal eine gute Map so, wo wir uns mal ein bisschen umsehen können, was es da nicht alles gibt. Oh, Junge, schaut euch das an. Oh, okay, okay, okay. Ich drück drauf. 3, 2, 1, let's go. Oh Gott, oh Gott. Okay. Was? Oh nein. Was? Oh, jetzt werde ich hier hochgeschleudert. Jetzt ist da nochmal dieser andere Flug. What? Wo sind wir denn hin? Wir fliegen in dieses Loch rein. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, ich bin ein Entdecker. Oh, okay. Das waren nur 192. Alter, ich habe mir 1047 Knochen gebrochen. Hat der Körper... Warte mal, ich guck mal nach, wie viele Knochen hat der Körper? Also insgesamt... Die meistgenannte Zahl liegt bei etwa 206 Knochen. Wir haben aber gerade 1047 kaputt gemacht. Wo ist, wie funktioniert das? Naja, okay, vielleicht sollte man das nicht zu ernst nehmen. Nächste Map. Mal gucken, was wir da noch finden können. Der Desert Ground. Ah, das ist sogar eine neue Map und dafür haben wir natürlich nicht genug Geld. Deswegen muss der gute alte Roman Romanski, ich, nochmal ein paar Robux kaufen. So, beziehungsweise ein bisschen mehr Geld kaufen, ne? Dann haben wir hier den Desert Ground. Schauen wir uns den mal an. Das ist eigentlich sozusagen dasselbe, nur dass da jetzt eine Pyramide mit dabei ist. Okay, also, oh, diese Dreher haben jetzt so Kokosblätter drin, voll cool. So, mal gucken, was die Löcher hier zu bieten haben. Los geht's! Oh, es ist... Alter, es ist ein Sandloch! Hilfe! Oh Gott, okay, wir fliegen durch. Wir fliegen durch, Leute. Oh, 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 da unten wartet Wasser auf uns. Oh, okay. Alter, hier schwimmen voll viele Leute drin. Voll gruselig. Okay, mal gucken, was es hier noch so gibt. Es gibt die Pyramide, die wir hochlaufen können. Mal gucken. Da gibt es auch einfach so einen Schlitzer. So, der kann dich einfach so aufschlitzen. Na gut, gucken wir uns das mal an. Der macht ja gar... Ah, doch! Oh, 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 oh. Oh Mist, der hat mich einfach umgebracht. Oh, schade. Ich habe gedacht, er ist ein bisschen netter. Wir haben auch noch was anderes, was ich noch gar nicht gesehen habe. Und zwar haben wir Fähigkeiten. Wir können uns Fähigkeiten kaufen. Click-to-view Game Passes. So, was haben wir? Wir können Granaten holen. Throwable Weights. Wir können uns unendlich Geld holen. Wie viel kostet unendlich Geld? 4400 Robux, schon teuer. Das Soda Pack können wir uns holen. Wir können auch einfach größer werden. Okay, wir können aber auch schneller... Wir können uns einfach mehr Geschwindigkeit kaufen. Holen wir uns mal mehr Geschwindigkeit. Mal gucken, wie das Ganze dann funktioniert. Also, ich drücke auf Speed drauf. So, oh, this session only. Achso, das kann man sich auch einzeln kaufen, ne? Ja gut, jetzt habe ich es mir so gekauft. wo habe ich es denn jetzt gekauft? Wo ist es denn? Floppy, Rope Body, Bouncy, Grab, was? 20.000 Robux? Das funktioniert nicht so ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich kann mir Shrink kaufen, ne? Dann werde ich auf jeden Fall kleiner. Werde ich jetzt kleiner? Jetzt, ah, guck mal, da habe ich jetzt das Tempo in der Hand. Okay, probieren wir es mal aus. Ich trinke mal das Tempo. Oh, yeah. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Wie viel schneller werde ich? Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt... Ich muss jetzt einen richtig guten Weg suchen. Okay, ich probiere es aus. Let's go. Warte. Okay. Okay, ich wurde geschlagen. Was? Nein! Nein, das ist doch noch nicht alles! Oh! Wow. Was? Oh, nö. Okay, ich trinke Tempo. Okay, und jetzt versuche ich mit dem Tempo da runterzukommen. Okay. Mit dem Tempo. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Hey, dieses Tempo hat gar nichts geändert. Das bringt gar nichts. Ich bin genauso schnell wie vorher auch. Ah, doch. Ich glaube, ich kriege jetzt mehr Schaden einfach nur. Oder? Aber wir sind jetzt Level 3. Oh, yeah. Okay. Das Ganze sieht schon ganz komisch aus. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber auch nicht mega viel. Man kann sich hier einzelne Sachen kaufen, ne? So für kurze Zeit. Zum Beispiel Jump kann man sich holen. Only Session. So, das heißt also, wir können dann einfach höher springen. So. Wenn wir uns das dann kurz holen,
können wir eigentlich jetzt höher springen. Ne? Oder? Ja, ein bisschen höher ist es sozusagen. Ne? Okay, aber wir versuchen jetzt einfach mal. Mal gucken. Oh, man kann auch in die Pyramide da reinspringen. Okay, probieren wir es mal rein. Let's go! Oh, warte. Ich hab mich gar nicht kaputt machen lassen. So, jetzt aber. So. Jetzt fliegen wir hier runter. Ist es wieder dieselbe Höhle? Nein, das ist eine andere Höhle. Das ist ein anderer Eingang, den wir hier gerade nehmen. Au! Okay. Au. Okay, das waren 217 Dollar. Alles klar. Ich muss sagen, diese Desert-Welt hier, die ist schon schwer zu bezwingen, ne? Also, das ist schon sehr schwer, hier extrem viel Schaden zu nehmen. Guck mal, hier oben kommt auch nochmal Luft raus. Dann muss man hier die Luft nutzen, um da vielleicht sozusagen reinzufliegen, ne? Oh ja, das ist nochmal ein größeres Loch. Oh, Junge. Oh, oh, oh. Oh, okay. Okay, ich habe ein riesiges Loch gefunden, ne? Ich glaube, da können wir tatsächlich was Besonderes drin finden. Versuchen wir es nochmal aus. Also, ich könnte theoretischerweise auch einfach versuchen, hier gegen diesen Luftschwung. Ah, jetzt hat er mich einfach in das Loch wieder reingehauen. Oh, da wollte ich doch gar nicht rein. Oh, okay, 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 okay. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, wir versuchen mal ein anderes Level aus. Autsch. Okay, play again. Gucken wir mal, was wir hier im Shop nochmal holen können. Wir können uns einfach nochmal im Dollar Store ein bisschen was holen. Was ist der Special Deal? 260 Robux für 360. Okay, 30.000. Komm, wir holen uns mal 30.000 oder holen wir uns mehr. Wir können uns auch 120.000 holen oder wir können uns Infinite holen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Wir gehen jetzt mal in den Dollar Store. Holen wir uns mal 60.000. Ja, wir holen uns 60.000 jetzt einfach mal. So, dann haben wir die 60.000 jetzt auf der Bank und gucken jetzt mal, was es noch so für Maps gibt, die man entdecken kann. Die Desert Hills, langweilig. Desert Builds Hilger, langweilig. Iceland, okay. Wie viel kostet das Iceland? Buy the previous map to purchase. Nein! Ich muss die anderen Maps davor kaufen? Okay, Desert Hill. Okay, dann spielen wir noch die Desert Hill nicht. Die Desert Build. Okay, die große Desert Hill können wir mal ausprobieren. Okay, da möchte ich mal gucken, wie das funktioniert. Oh Gott, die ist echt hoch. Okay, wir probieren es aus. 3, 2, aber warte, ich stelle mich sogar auf den hier auf. 3, 2, 1, go. Okay, mal gucken. Oh Junge. Okay, da habe ich ein bisschen Schaden genommen. Okay, jetzt ins Loch rein. Im Loch nochmal ein bisschen Schaden nehmen. Dann jetzt hier auf den Dynamit drauf. Okay, nice, extra Boost. An den Wänden entlang klettern und voll im Wasser. Okay, das ist okay, aber auch nicht die beste Map. Deswegen changen wir mal. Wir brauchen was Höheres. Wir können hier ins Iceland gehen. So, mit den 30.000, die wir haben. Mal gucken, was das Iceland für uns bringt. Oh Gott. Okay, hier haben wir ebenfalls nochmal Eishöhlen. Mal gucken, was die Eishöhlen mit sich bringen. Wow, okay. Okay, okay, okay. Jetzt aber gegen diese Pfähle müssen wir fallen. Okay. Oh, 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 unser Bildschirm wird weiß. Oh, oh, oh. Okay, das war ein guter Höhlenflug. Was hatten wir da? 303 Dollar. Wir sind noch nie so weit gekommen, wie wir am Anfang waren, gell? Okay, schauen wir uns mal nochmal um. Was haben wir hier noch für Höhlen? Also, wir sind gerade in die reingefallen. Jetzt können wir vielleicht auch mal in die hier reinfallen. Lass mal in so einen Geysir gehen und warten, bis der uns so nach oben drückt. 3, 2, oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir nach oben geflogen. Und jetzt müssen wir in die Handschuhe rein. Okay, so, jetzt sind wir im Loch drin. Jetzt nehmen wir hier jeden Pfahl mit, alles, was mit dabei ist, und sind unten gelandet. Oh Mann, die Löcher sind gar nicht tief. Die sind überhaupt nicht tief. So, wir brauchen ein extrem tiefes Loch. Ich will 1000 Meter fallen. gucken wir mal da rein, ob wir da reingehen können. Warte, mal gucken, wie... Oh, warte! Der Hammer hat uns in eine falsche Richtung geschlagen. Aua, der Dynamit auch! Oh, Junge. Oh. Oh, jetzt sind wir wieder in dem Loch drin. Da wollte ich doch gar nicht rein. Oh. Okay, 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 okay. Da unten ist noch ein Dynamit. Lass den mitnehmen. Komm schon. Nein, er wollte nicht. Okay, aber das war ein guter Run. Ich möchte gerne in dieses Ding da reinlaufen, ne? Sodass ich da nach vorne geschleudert werde. Was? Der hat uns aus der Map geschleudert. Nö. Oh Mann, der nimmt mich immer mit, statt mich da nach vorne zu schlagen. Das verstehe ich nie. Wow, wo fliege ich denn jetzt hin? Oh Gott, wo werde ich denn jetzt hingeschlagen? Oh, jetzt liege ich hier einfach und chille einfach. Oh, okay, 300 Dollar waren das. So, jetzt frage ich mich, wie soll ich mich denn von diesem Ding überhaupt schlagen lassen? Der bringt mich ja sowieso immer um. Okay, ich versuche es mal anders. Ich versuche mal hier vorne einfach nur. Was? Oh, oh, jetzt wurde ich von zweien geschlagen und einfach hier auf die Seite gelegt. Oh, was? Kleines Nickerchen, gell? Oh Mann, okay, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich kann mir tatsächlich auch
eine Granate kaufen. Ja, mal gucken, was die Granate bringt. Okay, die kostet tatsächlich 50 Robux und damit können wir tatsächlich, glaube ich, eine Granate werfen. Checken wir das mal aus. Also, wir haben jetzt die Granate gekauft. Wir haben einmal den Drink zum Trinken. Dann haben wir nochmal den Tempo zum Trinken. So, dann haben wir die Sachen. Und wo ist jetzt unsere Granate? Also wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Tempo. Das ist schon mal gut. Damit können wir jetzt auf jeden Fall arbeiten. Den Hammer haben wir noch nicht ausprobiert. Oh, okay. Der nimmt uns nach da hinten mit und hat uns einfach hier hingelegt. Nein! Okay, gut. Wie viel Geld brauchen wir für die nächste Map? Okay, was ist die nächste Map eigentlich? Das ist wieder Island Hill. Oh, nö. So viel Geld habe ich gar nicht. Oh mein Gott, aber die City ist so cool. Okay, wir machen noch die City. Wir machen noch die City, Leute. Okay, okay, okay. Wie viel Geld wollen die von mir haben? Der Dollar Store, das wird wahrscheinlich so... Oh, wie viel ist denn kosten so... Infinite Cash. Nee, nicht ganz. Das wird ein bisschen teuer werden. 60.000, wird 60.000 reichen? Ich bin mir nicht ganz sicher. 500, warte mal, wie viel kostet 30.000 eigentlich? Wenn das 260 kostet, kostet das nur 520. Ist es günstiger, wenn ich mir den Special Deal hole? Deswegen hole ich mir lieber den Special Deal und dann nochmal den Special Deal. Und ich hoffe, ich kann mir die Stadt davon holen. Oder nochmal den Special Deal, okay? Dann haben wir insgesamt, wie viel? 98.000, okay? So, das heißt also, wir kaufen uns jetzt Island Hill, dann Island Bigger Hill. Nein, und die City kostet 60.000, das heißt, ich muss nochmal kaufen. Okay, das heißt, warte, ich hole hier nochmal 30.000 her. So, und dann haben wir hier nochmal 7.000, die fehlen. Das heißt, ich kaufe nochmal 10.000 und jetzt reicht es. So, jetzt habe ich fast alle meine Robux wieder ausgegeben. Oh, Leute, das ist so teuer. So, jetzt bin ich in der Stadt. Hier ist auch niemand, weil es viel zu teuer ist, hierher zu kommen. Oh, Junge, hier kann man sich aber von Autos überfahren lassen. Nein, bitte nicht. Alter, man kann sich hier die ganze Zeit von... Da kommt das nächste Auto. Guck mal. Oh, nein. Wow. Okay, das ist nicht so gut. Also, Leute, passt lieber auf, wenn ihr über die Straße geht. Okay, probieren wir es mal aus. Mal schauen, was hier so los ist. Wir gehen rein. Oh, Gott. Was haben wir hier? Es ist ein Hochhaus einfach. Alter, wir springen von Hochhäusern runter. Okay. Wir probieren es aus. Ich fall runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, da fahre ich auf die Straße. Au! Was? Ich habe mir ja kaum Knochen gebrochen. Das ist ja unfair. $23? Das ist ja gar nichts. Oh, ich wurde gerade vom Auto nochmal überfahren. Was? Das ist ja gar nichts, hier von den Autos überfahren zu werden. Welches ist denn das höchste von den ganzen? Das ist pinke. Guck mal, das da kann man noch hochgehen. Das ist aber nicht so hoch. Das hier scheint ein bisschen höher zu sein. Deswegen gehen wir da mal hoch. Warte mal. Checken wir das gute Ding hier mal aus. Mal gucken, wie hoch das ist. Wie kann man sich denn hier am... Oh, doch. Das ist schon sehr hoch. Ah, doch. Wir haben sogar eins der allerhöchsten. Da hinten ist aber nochmal ein höheres. Okay. Also, wie wollen wir hier runterfallen? Wir müssen auf diesen ganzen Treppenstufen so runterfallen, ne? Das heißt also, ich fliege jetzt hier runter. 3, 2, 1. Okay. Let's go. Dann über das... Warte mal. Man tut sich da gar nicht weh. Der Spielersteller hat da gar nichts gemacht, dass man sich da wehtun kann. Ich glaube, es hat bisher noch niemand geschafft, hier auf diese Karte zu kommen. Deswegen ist das noch gar nicht richtig eingestellt. Oh, nö. Aber mal gucken, was der Hydrant so kann. Let's go. Schieß mich hoch. Oh. Und wie wäre es mit jetzt? Willst du mich jetzt vielleicht hochschießen? Oh, Leute, irgendwie will mich dieser Hydrant nicht hochschießen. Nee. Oh. Okay, Leute. Bitte, nein! Ja! Ja! Okay. Oh mein Gott, das habe ich mitgenommen. Okay. Wir fliegen. Nein, man bricht sich gar nicht die Knochen. Das ist voll blöd. Naja, okay, Leute. Wir sind für heute fertig. Ich habe viel zu viele Robux ausgegeben. Gebt auf jeden Fall den Code Roman ein, damit ich mir mehr Robux holen kann, um mehr Videos zu drehen. Weil sonst wird es hier langsam knapp mit den Robux. Könnt ihr mich kostenlos unterstützen, wenn ihr euch Robux kauft. Einfach einen Code Roman eingeben. Oh mein Gott, da kann man sich noch vom Zug überfahren lassen. Wow! Hä? Oh mein Gott, der Zug hat mich einfach nach oben geschossen. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das reicht jetzt erstmal für heute. Das war tatsächlich Roblox. Bricht ihr alle Knochen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!